Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Corona und Exiles mit dem Brause. Hallo. Hallo. Und dem Captain Karacho. Tag. Hi, wunderschönen. Und wieder Regen. So ein Zufall. Ja. Jetzt waren wir einen halben Tag hier trocken, jetzt fängt es wieder an. Ich gehe mal noch ein bisschen Punkte machen. Weil ich hätte jetzt noch gerne an diesem heutigen, na gut, an dem Tag weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall Level 30 ist das oberste Ziel. Oh, das wird noch hart. Ja. Nee, ich war gerade mal die T3-Fundamente, nämlich diesen Marmor hergestellt. Ah, ja. Mit diesen 58.000 Eisenstahl-Verstärkungsgedönse. Die Stahl und das Holz ist kein Problem, sondern die Ziegel. Ich habe gerade mal 5 von diesen Fundamenten hergestellt. Also ich habe ja vor einigen Tagen nicht aus Jux gesagt, ich glaube, wir bräuchten 6-7 Öfen, ne? Ja, das muss aber alles mit... ein Teppich. Sehr schön. Ein Teppich, ne? Ich weiß, apropos Teppich. Da fällt mir ein, wo machst du das? Natürlich Werkbank eines Handwerkers. Oh, da sind viele Wölfe, da sind viele Alter Wölfe. Alter Schwede, 38 Zuschauer. Leute, der Karacho, der streamt auch. Willst du die jetzt aufteilen in zwei? Nein, das nicht. Wenn, sollen sie den Stream ja genießen. Aber wie gesagt, wenn schon so viele Leute da sind, dann kann man auch mal ruhig... Weil der Karacho hat auch viel Werbung für mich gemacht. Wo ich noch richtig klein war und hat mich in jeder Hinsicht unterstützt. Da kann ich ja auch mal ein bisschen was zurückgeben, oder? Ja. Sag mal, sind die Wölfe jetzt heute hier extra hart oder was ist hier los? Scheiße, ich bin gestorben. Das ist noch Wandteppiche. Das gibt's doch nicht jetzt, oder? Ja, früher hätten wir, wenn wir uns ein bisschen mehr damit auskennen würden oder ich mich endlich mal damit beschäftigen würde, hätte ich jetzt auch einfach mal einen Multi-Stelle gebracht, aber jedes Mal. Leute, ich habe ein Problem. Was denn? Was ich habe vergessen, mein Bett zu aktualisieren. Du bist tot? Ja, und ich bin vor der Höhle gelandet. Das ist ja kein Problem, dann kommst du wieder zurück, das ist ja nicht weit gewesen. Ja. Ich würde sagen. Und Klettern ist ja auch kein Problem, wenn du nackig bist. Ich sammle noch ein bisschen Zeug. Ne, das würde ich nicht tun, weil die spawnen von deinem Blut, ne? Was für ein Ding? Die spawnen von deiner Ausrüstung, sag ich mal so. Ich weiß nicht, wie das hier eingestellt ist, habe ich gar nicht geguckt. Wo bist du denn gestorben? Hier wieder im Vor Wolfstar? Der Höhle von dem Spinnendings da. Da bist du gestorben. Ja, da hatte ich doch mein Bett lag. Nee, Quatsch, nicht wo gestorben. Du gestorben bist, nicht ja, da im Tal der 20 Wölfe da, wo wir eben waren. Ja. Am rechten Äußeren, also zur Basis hin, in der Ecke, von 2 Wölfen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Muss mich sehr ungünstig bewegt haben und die waren wahrscheinlich sehr gut drauf. Na, weil die Wölfe auch wieder alle da sind. Ach, da liegst du ja. Es waren aber nur 2. Boah, der Wolf sieht voll cool aus. Der wird gerade so zwei. Grün angeleuchtet. Normalerweise packe ich mindestens 3. Und ich hatte noch Ambrosia geschluckt. Also ich weiß nicht, warum das so flott ging. Mit Sterben. Etwas zu flott. So, ich nehme mal dein Blut mit. Was? Oh, hab alles, kann alles mitnehmen. Mhm. Na dann. Ich brauche dann nur mal so eine halbe Stunde. Hast du denn überhaupt dein Bett aktualisiert, Cap? Nee, siehst du, das ist noch... siehst du mal, einer muss immer den ersten Schritt machen. Du stirbst nicht. Nein. Mhm. Ah, okay. Na dann. So. Echter Pro-Gamer. Dann machen wir mal Amateur, wieder wie ich da. Die Kiste neben der Schmiede, ne, Proxy? Ja. Alles, was ich so na annehme... Gut. Das weiß ist, nicht, ach, wann es liegt. Boxy, passt nicht alles in die Kiste neben der Spiel. ja. Pass auf, mach ich jetzt anders hier. Wird es jetzt gerade dunkel oder ist es schon, wird es wieder hell? Nee, es ist noch nicht dunkel. Also ich bin hier noch in der Wüste bei hellem Sonnenschein. Kann dann nur am Wetter liegen bei euch da. Ja, Mädel. Hopp, auf geht's. So, dann mache ich das nämlich im Lager in der Also ich bin ungefähr in einer Minute, sofern mich keiner unterwegs abmurkst, bin ich da. Hinten rechts die Kiste im Lager. Hinten rechts im Lager, okay. Ich sehe schon wieder grün.
Das müsste auch alles von dir gewesen sein. Ich meine, du bist ja jetzt nicht wild darauf, dass ich das Gammelfleisch weggeschmissen habe oder sowas, oder? Gammelfleisch esse ich, glaube ich, eher weniger, ja. Ja. So, ich sehe schon den Zaun. Und ich sehe schon die Basis. 50 Steine, Äste, okay. Trinki, trinki. So, wo war das jetzt da so hier, wo, hier, hä? Truhe. Nee, aber nochmal zurück zum Thema Sendung, wenn du noch da bist. Ja, Conan ist schon ein gutes Spiel, aber wie gesagt, der Cap rät es jeden. Für 20 Euro holt es euch, für 40 Euro lasst es lieber sein. Es sei denn, ihr könnt damit leben, dass eben einfach gewisse Sachen, ja, wie sagen mittlerweile, Feature haben. Also es sind wirklich Bugs mit bei, es sind teilweise auch wirklich Bugs mit bei, die nerven. Also wo hast du mein Zeug hingelegt? In der, was ich gerade mal sagen wollte, heute ist Sonntag, es müsste gerade... ach, da im Lager. Ja. Durch, wenn ich mich nicht irre. Hinten rechts. Es müsste für alle Leute, gerade die jetzt gerade auch bei den Brause drüben sind, wir sind ja eine 7-Days-Gemeinde, wir kommen ja viele aus, also alle so wie wir jetzt hier sind, haben uns durch 7-Days kennengelernt. Es war das 7-Days-Charity-Event gewesen und der, da sind über 15.000 Euro zusammengekommen, ne? Mhm. Und der Mukiana hat einfach mal den Best-of von dem Charity gemacht. Ich sag euch ganz ehrlich, das ist Gänsehaut-Feeling pur. Es ist jetzt draußen, es ist alle... Streamer oder viele Streamer, die ich jetzt so auch persönlich drin habe, die haben das gerade gepostet. Es ist 12 Uhr, entweder geht auf Mukiana, sein Twitch-Channel, guckt euch das einfach mal an, das ist eine halbe Stunde. Ja, tolle Dank sagen an euch als Community, die eventuell auch dabei waren. Ich kann es nur empfehlen. So, sorry, dass ich da mal zwischendurch... Nee, alles cool. Aber ich denke mal, das darf man ruhig mal erwähnen. So, ja. Und für den Proxy habe ich jetzt neben dem Jockschrein, zwischen Jockschrein und Fahrstuhl, eine Zielscheibe hingebaut, damit der Bogen schießen kann. Kann man den Pfeil auch mal wieder rausholen? Weiß ich nicht, musst du probieren, geht über studieren, ne? So, also die Krabben-Dinger, die scheinen überhaupt nicht zu funktionieren, wa? Wie, nicht wirklich. Nee. Die müssen, glaube ich, tiefer ins Wasser. Ich nehme die jetzt alle weg. Ja. Ja, mach das. Weil die sieht müllig aus. Also die müssen mindestens mal mit Wasser bedeckt sein. Ja, würde ich auch sagen. Wir machen jetzt mal eine Produktions... versuchen nochmal die Produktion hier zu verbessern. Dann versuchen wir mal die Produktion. Ja. Ja? Ich möchte ganz gerne mal vorsichtig wissen, wie viele Metalle gerade, Eisen gerade laufen. Wieso? Würde ich ganz gerne mal wissen, ob überhaupt Eisen läuft gerade. Naja. Nee, hier sind 62 Barren drin. Hier sind 100. Wir haben ein Riesenlager, da sind ein paar Kisten drin. Und davon ist nämlich eine Kiste voll, weil wir nichts auf Halter haben. Ja, wenn die Leute auch in der... Ne? Quizfrage, was ist ca. 20 cm lang steif, hat Haare dran und macht... Und schiebt abends da rein, wo es feucht und warm ist. Hä? Eine Zahnbürste, was dachtest du? Ah ja, na, no, ist gut da. Dafür ist er bekannt, der Scooter für solche. Wollte gerade sagen, ist das irgendwie der, wer ist das denn immer bei Make und Zeronia? Verbittert? Oder wer schreibt da immer so eine komischen Witze da rein? Lol. Ja, Scooter macht sowas auch öfters, also. Ja. So, ich wollte eigentlich gar nicht so viel Steine, sondern ich wollte eigentlich gerade mal, wie, was muss jetzt nochmal wieder. Hier fertig, ey, was ist denn hier da? Starsteine, da. Da Eisen. Damit ich nicht hier noch länger Mimimi höre, klopp ich mir jetzt hier den Arsch wund und hol Eisen. Mann. Esse. Ja, alles gut. Ach ja. Ich möchte, dass ihr mal alleine einen Mammut bekämpft, dann lache ich mich nämlich kaputt. Alleine? Level 60 alleine. Vielleicht, ja, vorher nicht. Level 60, ach, ich bitte dich. Vorsichtig. Oh, mein hier liegt meine Leiche. Ich hack sie mal kurz. N2. Bulli, da kennst du auch immer Sprüche von, ja? Also, es gibt wirklich einige von denen. Ich wusste gar nicht, dass ich so ergiebig bin. Jetzt habe ich 25 Menschenfleisch von mir und noch ein Beinchen. Das ist Wahnsinn.
Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, Hölle, Hölle. Das haben die Barbaren bestimmt früher auch alle gesungen. Ja, bestimmt. Was ist farbig und schwul? Ein Papagei. Das ist Orvi. Orvi. Die Wölfe haben die schon wieder. Er schickt die Zombies in die Hölle. Ja, Hölle, Hölle, Hölle. Der Ahn ist auch wahnsinnig, ne? Der ist wahnsinnig. Also mit seiner Parole da in 7 Days. Der nennt sich ja jetzt Pagoden-Ahn. Pagoden-Ahn, ja. Vor allem, ich kannte das vorher von einem anderen Streamer, von einem großen Streamer sogar. Der hat das bei The Forest, hat er eine Pagode gebaut. Oh, das ist ambitioniert. Ja. Ah, der essen das alle. Und dann ich bin aufgestiegen, yeah! Jetzt kannst du endlich selber reparieren. Endlich, Level 30, endlich 30. Jetzt mache ich aber ein schönes... Voll episch, voll episch. Mach jetzt einen Banner voll hier episch, unten rein. Mann, der Klasse, endlich 30. Voll Klasse, der Oha, jetzt geht's los. Ich fand das... Was denn? Bulli, Alter, jetzt muss ich erstmal selber noch mal ganz kurz vorher durchlesen, ob das überhaupt was ist hier. Frauen sind wie Flinten, man kann sie knicken und von hinten laden. Was? Das wird rausgeschnitten. Alter Scheiße, sorry. Ich denk dran, der Proxy nimmt für YouTube auf. YouTube ist halt ein bisschen böse. YouTube ist ab 14 oder so. FSK 14. Das treibt einen doch wieder die Schamesröte ins Gesicht. Jetzt fangen sie an, hier irgendwelche Witze zu erzählen. Ist ja unglaublich. Ja, demnächst wird er den Nachfolger von Fips Asmussen antreten. Mal, ja. Siehste, ich hätte mal die Frage, wie ging nochmal der Spruch, weil wir spielen ja gerade Conan, wie ging nochmal der Spruch in den Filmen, was irgendwie hier mit dem Geschrei der Weiber zu erfreuen und so weiter. Ich kenne nur noch das. Wer den Conan-Film kennt, weiß jetzt, was ich gemeint habe. Du weißt aber, dass ich den schon bestimmt 20 Jahre nicht mehr gesehen habe, oder? Ja, ich meine ja auch so die Leute am Chat. Ach so. Da sind vielleicht ein paar Jünger dabei, stimmt. Ist doch ein bisschen rot. Ja, ist gut so, wenn du auch ein bisschen rot wirst. Jo. Gut, da. Kann er doch nicht sagen, der Proxy nimmt für YouTube auf. Das ist doch... Ah, ja. Oh. So, jetzt werden wir mal tonnenhaft Eisen herstellen, auch wenn wir schon längst im Stahlzeitalter stecken. Aber ja, er wollte ja unbedingt jetzt Eisen haben. Ist mir egal. Wer stöhnt denn da so rum? Das ist mein Magen, der knurrt. Dein Magen stöhnt, okay. Ja, er hat so... Ach so. Wollte gerade schon Pfeil und Bogen rausholen. Also jetzt habe ich echt ein Problem. Jetzt sind hier 6 Wölfe auf einem Haufen. Na, Scheibenkleister. Dass er sich aber auch immer wieder die gleiche Stelle scheinbar aussucht, wo er sterben will. Ja, ich will ja schon Wölfe, nur nicht so viel auf einem Haufen. Er macht den Bogen. Ist noch Pause? Läuft eine neue Aufnahme? Nee, ist noch Pause, ne? Was? Nee, Pause haben wir nicht. Hier, wir laufen. Nee, ich meine mit deinem YouTube-Aufnahme. Ja, ja, läuft. Aha, siehst du, Scooter? Alter, Leute, 47 Zuschauer, geht's noch bei euch? Was geht da ab, Alter? Leck, ich weiß auch nicht, Geil. Also entweder sind wir gerade die einzigsten beiden deutschen Streamer, die Conan streamen. Ja, guck mal auf die Uhr. Ist gar nicht so unwahrscheinlich. Ja. Ich meine, ist ja schön, dass so viele da sind. Freut mich ja. Ach, das war ja schon einmal in dem Stream, war das ja schon so gefährlich. 35 Zuschauer hatte oder so. So. Jetzt müssen sie noch alle mal Hallo schreiben. Außer die sowieso schon Hallo geschrieben haben. Bestimmt, das wäre immer nice. Wie gesagt, Followen ist hier kein Muss. Also am besten schreiben alle Bots mal nicht Hallo rein in den Chat. Wollen ist das ja hier eigentlich. Hallo, Scooter schreibt schon mal Hallo. Also, Bulli hat gerade mal gesagt, Conan, was ist für ein Mann das Beste im Leben? Ja. Conan, kämpfen mit dem Feind, ihn zu verfolgen und zu vernichten und sich daran erfreuen, an dem Geschrei der Weiber.
Ja, genau. Das war das. Danke, danke schön, Bulli. Und Silent Damon, der Dämon, da ich, ja, hallo, schön. Da hat wieder jemand Neues geantwortet. Also wir müssen das jetzt noch etwas kurzes mal durchziehen. Jetzt habe ich wieder drei, das gibt's doch nicht. Ja, das, sag doch mal einfach, oh, Dreck. Oh, hallo. Schön, dass ihr da seid. Nein, ich laufe mitten durch die Wölfe durch. Das ist eine super Idee gewesen. Läuft. Das war jetzt wirklich kein Zwang, dass ihr Hallo schreibt. Ihr wisst doch, wir Streamer müssen uns auch irgendwie... Und keine Stamina mehr. Verdammt. Oder der Stream, der muss doch auch ein bisschen Spaß haben. Vor allem so ein kleiner Streamer wie ich, der hier... eigentlich nur Unsinn macht. Aber das muss... Aber das habt ihr jetzt nicht gehört, beziehungsweise der Karacho. Meine Güte. Vier gleichzeitig. Ist jetzt ein bisschen viel, Jungs, oder? Ich hab mir schon wieder auf die Zunge gebissen und war schon wieder innerlich auf 180. Weißt du, das ist so ein Blödsinn. Nein! Ich bin schon wieder gestorben! Herzlichen Glückwunsch. Hast du denn im Bett gemacht? Nee, aber ich hab auf Bett geklickt. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, aber doch nicht. Oh Mann. Ja, hat funktioniert. Ich mache jetzt mal gleich aktualisieren. Warum die Schalentierenfallen zum Anfang funktioniert haben und jetzt nicht mehr. Ja, ich weiß. Aber das ist, glaube ich, erst mit verdammt. Hast du dir mal die Sklaven angeguckt? Die sind jetzt nicht mehr, gibt's keine. Es gab auch vorher Symbole wie für den Krieger und so weiter. So diese Symbole im Sklavenrad, wenn du da reingeschaut hast. Ja. Ne? Jetzt sind das auf einmal irgendwelche Säcke. Die sind keine Symbole mehr, dass du jetzt irgendwie sehen kannst, aha, ist ein Priester, ist irgendwie ein Zimmermann, ist ein Krieger oder sonst was. Es sind einfach nur irgendwelche stumpfen Symbole jetzt. Okay. Säcke. Ja, habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht drauf geachtet. Übrigens haben wir, Oh, da hinten ist der Proxy umgekippt. Fleisch ist ja oben. Wo ist denn jetzt meine Leiche, verdammt? Ich war doch irgendwo hier. Ja, Herrscher, 49 Leute schauen mir zu. Ich weiß nicht, was gerade los ist. Ich weiß es nicht. Da kriegst du noch die 100 voll. Da muss irgendwo die Leiche liegen, da hinten. Ja, ich bin bei deiner Leiche, die wippt hier so rum. Das weil Coden, ich nämlich praktischerweise noch gerade weglaufen konnte, aber es waren dann doch mit 4 oder 5 ein bisschen zu viel auf dem Markt. Nee, hast du dein Zeug? Ja. Ja. Siehst du, Preisfrage. Können wir dir dein Herz abnehmen? Du kannst machen, was du willst mit meiner Leiche. Ja, ist ein Menschenherz. Das hört sich vielleicht falsch an, genau, wollte ich gerade sagen. Ich hab dir dein Herz genommen. Nicht, dass irgendjemand nachher sagt, Leichenflatterei. Oder wie heißt das? Nekrophilie oder so, ne? Oh, Scheintiere. Egal, ich hab das Herz. Reicht. Dein ist mein ganzes Herz. Jetzt brauche ich aber echt wieder Ambrosia, ohne Scheiß. Das hat jetzt mächtig reingehauen. So, und ich bin mal kurz nochmal AFK, bin gleich wieder da. Jawohl, okay. So, Schalentiere. Machen auf jeden Fall jetzt nochmal neue Schalentierenfallen, die werde ich jetzt mal hinsetzen. Gut. Ja, Hoffnung, dass wir da was von bekommen, weil es gab ja letztendlich auch ein bisschen Öl und vor allen Dingen abkochen, glaube ich, war das ja, was Mund die Kräfte brachte, ne? Ja, ja. Das muss ich jetzt hier nochmal gucken, das ist meine Orientierung, da hinten ist es. Okay. Wenn sie dann ein bisschen heller ist, dann werde ich nochmal... So, da bin ich wieder. Ja, okay. Da ist er wieder. Herzlich willkommen zurück. Der Mann mit den kürzesten Pausen der Welt. Ja, mal länger, mal kürzer. Auf die Länge kommt es nicht an, weißt du. Okay. Die Technik macht's. Ich dachte, der Durchmesser. So, jetzt machen wir mal die Folge zu Ende. Der Tag ist auch rum und dann passt das alles. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.